Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Volkswagen Arena, dem Austragungsort unserer heutigen Partie. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. VfL Wolfsburg gegen 1. FC Heidenheim. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Wir wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Das Spiel ist angepfiffen. Wolfsburg hat angestoßen. Václav Czerny. Flanke auf den langen Pfosten. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Timing hat nicht gestimmt. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Klasse, wie er dahin geht. Ja, Niklas Beste. Schöne Aktion, Steilpass. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Die Szene erstmal zu Ende. Wolfsburg kommt über den Flügel. Über die Torauslinie, Ecke. Ecke kommt in den 16er. Sie spielen erstmal raus. Da kommt die Flanke. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Ärgerlich, Ballverlust. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal geklärt. Maximilian Arnold. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Was für eine Chance.
Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, Niklas Beste. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Kein Problem, den hat er. Die Ecke kommt rein. Sie bekommen den Ball nicht weg. Jetzt der Schuss. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke kommt rein. Schuss kommt nicht durch. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten. Für 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Da kommt die Flanke. Castells, das macht er, natürlich. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber wenn du so wenig aus deiner spielerischen Dominanz machst, dann kommt halt nur ein Unentschieden raus. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Eine Minute gibt es obendrauf. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Der macht hier einen unkonzentrierten Eindruck. Es fehlt die Bindung zum Spiel. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter.
Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt könnte Heidenheim über außen kommen. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Mähle. Ball bei Wind. Wolfsburg kommt über den Flügel. Da ist das Pressing erfolgreich. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Kann sich durchsetzen. Flanke bleibt hängen. Der Keeper holt sich diesen Ball. Wind. Mähle. Jannik Gerhardt. Er versucht's. Gehalten. Macht er gut. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Da kommt die Ecke. Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Er ist der Eckball und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Lacroix. Mahle. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Die Wolfsburger kriegen den Vorteil. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Jetzt können sie es machen. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Jetzt kommt die Ecke. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ecke in die Mitte. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Ja, mit viel Übersicht. Castells, da hat er keine großen Probleme.
Wolfsburg ist bei den Ballbesitzzahlen aktuell das dominierende Team in dieser Partie. Und eins ist völlig klar, wenn sie jetzt auch noch ein Tor machen, dann ist das Ding entschieden. Wind. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ist das hier die Entscheidung? Und das Tor! Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gibt den Ballbesitz ab. Da passt er auf und kann klären. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Die Riesenchance. Das ist das Tor und ich glaube, das ist jetzt auch endgültig der Sieg. Der Vorsprung ist jetzt einfach zu groß. Klasse durchgesetzt und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit und der Abschluss passt auch. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Nachspielzeit hier 2 Minuten. Jetzt kann es Heidenheim auf Außen versuchen. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Es ist ein deutlicher Sieg geworden und das hat natürlich seine Gründe. Sie waren eigentlich in allen Belangen überlegen und konnten diese Überlegenheit dann eben auch in Tore umsetzen.